Also, guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Live-Präsentation der AAA-Zuchtmethode. Ich bin Marc Kranzl und analysiere von Belgien aus. Und im elterlichen Betrieb haben wir 20 Jahre lang die AAA-Zuchtmethode angewandt. Das Resultat waren mehrere hunderttausend Liter Kühe und eine Lebensproduktion von 50.000 Liter beim Abgang. Mit dem Arbeiten als AAA-Analyst habe ich die Möglichkeit ergriffen, meine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Ich werde euch heute Abend mittels einer PowerPoint-Präsentation die Zuchtmethode vorstellen und erklären und werde mich da ein bisschen mehr im Hintergrund halten, sodass ihr die Präsentation besser sehen könnt. So, los geht's. Die Form führt zur Funktion und der Züchter hat die Verantwortung, den Tieren diese Form anzuzüchten. Dies ist Bill Weeks, der Gründer, Erschaffer dieser Zuchtmethode. Er war selber Landwirt und hat parallel dazu beim amerikanischen Holstein-Stammbuch gearbeitet, als er bemerkte, dass nicht jede Paarung in einem gut funktionierenden Tier resultierte und dass den Landwirten ein Hilfsmittel fehlte, um konstant gut funktionierende Tiere zu züchten. Durch die Studie und das Analysieren des Körperbaus von Tausenden von Kühen war er in der Lage, diesen grandiosen und einfachen Zuchtleitfaden zu erstellen. Und weil die Funktionsweise der Kühe sich bis heute nicht verändert hat, bleibt dieser Leitfaden seit 1950 unverändert. Eine Kuh kann nur so gut funktionieren, wie ihr genetisches oder ihr genetisches Produktionspotenzial entfalten, wie ihr Körperbauphänotyp es zulässt. Das heißt, dass eine extrem gebaute Kuh nur sehr schwer ihr genetisches Potenzial oder ihre vorhergesagten Zuchtwerte entfalten kann. Wir als Analysten untersuchen die physische Form eines Tieres, um Qualitäten, Fehlermuster zu identifizieren, um die Auswirkungen von Körperbauteilen zu verstehen. Zuerst sollte man sich die Frage stellen, wie eine Kuh gebaut sein muss, um gut funktionieren zu können. Das Maul der Kuh muss groß und breit sein, damit sie in kürzester Zeit sehr viel Futter aufnehmen kann. Der Kopf einer Kuh braucht eine weibliche Form, weil die Produktionshormone, das Somatotropin, das Oxytocin und die Fruchtbarkeitshormone in den Drüsen beim Gehirn produziert werden. Je weiblicher die Kopfform, umso größer ist der natürliche Wille, diese Hormone zu produzieren. Der Hals des Tieres sollte lang genug sein, damit sie gut mit der Nase am Boden kommt. Der Brustkorb muss breit sein, damit die Kuh gerade nach vorne auf ihren Vorderbeinen stehen kann und eine ebene Klauenverteilung mit einer gleichmäßigen Gewichtsverteilung lassen kann. Die Rippe muss rund und lang sein, damit die inneren Organe mehr Platz bekommen und mehr Raufutteraufnahme realisiert werden kann. Gleichzeitig ist der Stoffwechsel stärker. Somit kann die Kuh auch mehr Milch aus dem Rauffutter produzieren, aber auch die Körperkondition gleich halten. Der Umdreher sollte zentral im Becken stehen, weil er hat mehrere Funktionen. Zuallererst sieht man am Skelett rechts ran, dass das Hinterbein am Umdreher befestigt ist. Wenn er zentral zwischen Hüften und Sitzbeinhöcker steht, ist es möglich, dass das Hinterbein, so wie hier abgebildet, gerade unter der Kuh steht und dass die Kuh mehr vorne auf ihren Klauen steht, um mehr natürlichen Klauenabtrieb gewährleisten. Dazu kommt, dass dadurch, dass der das Balancieren vom Becken ermöglicht auf den Umdreher, wenn der zentral steht, bleibt das ganze Becken gerade liegen und wird kein Gewicht auf die Lände geworfen. Wenn er Richtung Sitzbeinhöcker geht oder unter den Sitzbeinhöckern steht, fällt das ganze Gewicht auf die Lände. Das ganze Becken braucht genügend Platz, so dass die Kuh gut kalben kann, vernünftig laufen kann, dem Euter unten drunter Platz bieten kann, um eine vernünftige Aufhängung zu gewährleisten. Das Euter muss lang genug sein vorne im Boden, elastisch und hoch angehangen sein und die Kuh braucht ein breites Sprunggelenk. Nur so kann man verstehen, dass alle Körperbauteile sich gegenseitig beeinflussen und das gesamte Funktionieren der Kuh bestimmt. Deswegen können Körperbauteile nicht einzeln betrachtet werden, möchte man, dass die Funktionsprobleme in der nächsten Generation lösen.
Bill Weeks bemerkte, dass es verschiedene Silhouetten, Körperbaumuster gibt und er nannte sie Derry, Tall, Open, Strong, Smooth und Style. Und jede einzelne dieser Qualitätengruppen verleiht dem Körper eine gewisse Körperform. Und durch diese Körperform bekommt das Tier hier diese Funktionen. Und das ist für jede Qualität gleich. Durch Tall bekommt das Tier hier diesen Körperbau und bekommt diese Funktionen und so weiter. Ich werde anhand der Kuh einfach mal ein bisschen zeigen, was mit den einzelnen mit den Qualitäten bei der Kuh geschieht. Durch Derry wird das Hinteräuter voller. Die Lende wird schärfer, die Rippen werden länger, der Hals wird länger und der Kopf wird weiblicher, wodurch mehr Wille entsteht, die Produktionshormone zu produzieren. Mit Tall wird der Kopf länger, die Vorderbeine länger, die Fesseln gerader, die Lende und die Hüften kommen schön hoch, das Euter wird elastisch und hoch angehangen. Open sorgt für Platz im Becken, wodurch das Euter eine feste Aufhängung bekommt, die leicht laufen kann und leicht kalben kann und auch länger fruchtbar bleibt. Strong macht mehr Tiefe im Brustkorb, das heißt ein größeres Herz. Durch mehr Herzvolumen kann das Euter, die Sprunggelenke, Fesseln und auch die Klauen gesünder gehalten werden. Durch Smooth wird das Maul und der gesamte Kopf breiter. Der Brustkorb wird breiter, wodurch die Beine gerader nach vorne stehen können und eine bessere Klauenverteilung gewährleistet ist. Auch bekommt die Kuh rundere Rippen, wodurch mehr Futter gefressen werden kann. Das Vorderäuter wird, wie hier abgebildet, länger. Die Sitzbeinhöcker werden breiter, was den Hinteräutern mehr Breite verleiht. Dazu kommt auch, von hinten gesehen, sind dann auch die Hinterbeine gerader gestellt, auch wieder auf ebeneren Klauen. Und die Kuh bekommt mit Smooth auch hier mehr Breite innerhalb des Sprunggelenks. Style macht den Kopf aufmerksam, den Hals gerade. Und weil der Umdreher schön zentral kommt, bleibt der ganze Lenden- und Beckenbereich schön gerade, eben liegen. Und die Kuh kann vernünftig auf ihren Beinen stehen und normal ihre Klauen abreiten. Alle Funktionen sind gleich wichtig und können nur in einem Tier gezüchtet werden, wenn alle Qualitäten gleichmäßig vorhanden sind. Eine Kuh bekommt einen AAA-Code in der Reihenfolge, wie sie die Qualitäten benötigt. Und ein Bulle bekommt einen AAA-Code in der Reihenfolge, wie er seine Qualitäten vererbt. Um dauerhaft Kühe zu züchten mit funktionaler Form, muss es auch Bullen geben, die unterschiedlich gebaut sind. Das heißt, dass wir Bullen brauchen, die verschiedene AAA-Codes haben. Um mal ein paar zu nennen. Es muss Bullen geben, die 1,5,6 haben, 2,3,4 besitzen, 3,4,5, 4,6,2, 5,3,1, 5,6,5,4. Nur solange es genügend Vielfalt gibt, wird es innerhalb einer Rasse, einer Population immer möglich bleiben, um gut funktionierende Tiere zu züchten. Ich möchte mit euch diese verschiedenen Becken mal analysieren, um zu zeigen, wo die Ursache des Problems ist. Hier oben links sieht man enge Sitzbeinhöcker und deswegen steht der Schwanzansatz hoch und die Lende ist schlaff. Hier wird die Qualität Open benötigt, um die Lende stärker zu machen und den Sitzbeinhöckern mehr Platz zu geben, offener zu machen. Dann kann der Schwanzansatz etwas flacher dazwischen liegen. Oben rechts, hier sieht man, dass die Sitzbeinhöcker sehr weit offen sind und der Schwanzansatz eigentlich schon zu flach dazwischen liegt. Das macht auch ein Problem beim Kalben, auch kann zu Problemen beim Kalben führen. Der Umdreher steht aber hier unter dem Sitzbeinhöcker. Und deswegen fällt das ganze Gewicht hier auf die Lende. Hier wird Style benötigt, um den Umdreher wieder in der nächsten Generation zentraler zu machen und somit das Gewicht von der Lende zu holen. Dann wird sie von alleine gerader. Hier unten links sieht man eine abgesenkte Hüfte und eine abgesenkte Lende. Wenn ihr euch zurückerinnert an den Skelett, das ist ein ganzer Knochen, das Becken. Deswegen liegt auch beides hier sehr tief. Dazu kommt noch, dass das Hinteräuter tief sitzt und die Fesseln auch kurz sind. Mit Tall kann all das angehoben werden. Einfach mehr hoch und dann wird auch hier dieses Becken auch wieder gerade. Und hier beim letzten Becken sieht man eine mehr runde Hüfte und eine sattelnde Lende.
mehr Ansatz wie Umsatz. Mit Derry wird die Wirbelsäule schärfer, kommt sie mehr zum Vorschein und wird auch gerade. Also 4 ansteigende Becken mit unterschiedlichen Ursachen. Jede dieser Kühe braucht einen anderen Bullentypen, mit unterschiedlichem Körperbau, um das Problem in der nächsten Generation korrigieren zu können. Generationen von Paarungen, die nur auf Zuchtwerte basieren oder die Zucht auf einzelne lineare Merkmale, können zu extremen Tieren wie diesen führen. Lasst euch einfach mal ein bisschen Zeit, um das mal gut anzuschauen, damit ihr ein bisschen sehen versteht, wie extrem diese Tiere einfach sind. Dass die durch den Menschen geschaffen worden sind. Die haben sich nicht selber gemacht. Genauso wie bei denen. Der Mensch bestimmt die Form, ohne sich zu fragen, ob sie noch funktionell ist bzw. sein wird, wenn er die nächste Generation bestimmt. Denkt ihr, dass hier diese Kühe ihr genetisches Potenzial voll ausschöpfen können? Die Form der linken Pferde lässt Reitsport und Springsport zu. Und die Form der rechten Pferde ermöglicht Zugarbeiten. Also einfach klar und deutlich, die sind unterschiedlich gebaut und unterschiedlich zu gebrauchen. Und durch seine Intelligenz, seine Kraft, seine Schnelligkeit wird der belgische Malinois als Polizei bzw. Spürhund verwendet, wobei der Jack Russell viel mehr als Jagdhund geeignet ist. Welche dieser beiden Bullen kann die besser funktionierende nächste Generation züchten aus der schwarzen Kuh? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir zuerst mal den Körperbau der Kuh analysieren, aber auch der Bullen. Schwarze Kuh hat einen schmalen Kopf, sowie der schwarze Bulle auch. Beide haben einen kurzen Hals. Die Vorderbeine des Bullen sind noch lang, qualitativ noch lang, aber die der Kuh sind eher schon dünn, spindelbeinig. Der Rippenbau ist sehr flach und sehr kurz und sie lassen beide im oberen, hier vor allem hier oben im oberen Rippenbereich, sehr viel Wölbung liegen. Das heißt, auch sehr viel Raufutteraufnahme, die nicht realisiert werden kann. Bei ihm ist es genauso, ist identisch. Der Umdreher bei der schwarzen Kuh steht hier unterm Sitzbeinhöcker. Hier die Knochenfalte, hier die Verbindung ins Bein. Das Sprunggelenk ist sehr schmal und die Fesseln sind sehr leicht. Sie kann sich nicht anders auf ihren Beinen stellen, weil ihr Körperbau es nicht anders zulässt. Beim schwarzen Bullen, wenn ich hier die Muskelfalte ein bisschen nachgehe, komme ich eigentlich auch mehr oder weniger hier bei der Spitze von meiner Maus aus mit der Stellung vom Umdreher. Das ist auch nicht zentral im Becken. Man sieht auch, dass er ein schmales Sprunggelenk hat und ein gestrecktes Bein. Man kann also zusammenfassen, dass beide einen identischen Körperbau haben. Angenommen, der schwarze Bulle hat hohe Zuchtwerte. Denkt ihr, dass er eine gut funktionierende nächste Generation aus dieser Kuh produzieren kann? Und ich möchte auch noch hinzufügen, dass hier diese Kuh absolut nicht milchtypisch ist, so wie es in der Umgangssprache bezeichnet wird. Die Kuh ist schmal und mager, weil sie halt sehr wenig Raufutteraufnahme realisieren kann. Der rote Bulle, er hat einen breiten Kopf mit einem breiten Maul, hat einen breiten Brustkorb, stabile Vorderbeine. Ihr seht ja auch, dass das ein unterschiedliches Vorderbein ist zu dem hier. Runde, lange Rippen, weswegen er auch viel mehr Körperkondition einfach entfalten kann.
eine korrekte Beinstellung unter dem Becken, einen natürlich geraden Lenden- und Beckenbereich, wobei ich glaube, dass hier beim schwarzen Bullen sogar nachgeholfen worden ist. Dieser Bulle hat einen AAA-Code von 516, der schwarze 234. Der rote Bulle kann all das, was der Kuh an Qualitäten im Körperbau fehlen, hinzufügen und somit die besser funktionierende nächste Generation produzieren. Bei der Besamung schafft man ein neues Tier. Nur zu diesem Zeitpunkt kann man die Form und somit auch das Funktionieren der nächsten Generation bestimmen. Man hat gegenüber dem Tier, dem Betrieb, aber auch der Gesellschaft die Verantwortung, Tiere zu züchten mit einem funktionellen Körperbau. Nur so, denke ich, behalten wir auch in Zukunft die Akzeptanz, Produktionstiere zu halten. Und im Grunde spricht absolut nichts dagegen, mit Bullen zu arbeiten, die gute Zuchtwerte, die gute genetische Anlagen haben. Es darf nur nicht vergessen werden, dass eine Kuh einen funktionellen Körperbau, Phänotyp braucht, um ihre genetische Eigenschaften, die Zuchtwerte auch in die Praxis umsetzen zu können. Hier sieht man ganz schön, wie sich der Körperbau des deutschen Schäferhunds in einem guten Jahrhundert verändert hat. Jeder versteht, dass der Hund aus 1900 die besten körperlichen Voraussetzungen mitbringt, um normal funktionieren zu können und auch alt werden zu können. Alt ist mehr wie 10 Jahre. Das Paradoxe ist aber, dass der Hund aus 2009 die Schönheitswettbewerbe gewinnt, aber nach 4-5 Jahren im Beckenbereich total verschlissen ist, weil seine Körperform ihm kein normales Funktionieren mehr zulässt. So sah ein Bulle aus, der in den 60er Jahren exzellent eingestuft wurde, ein Holsteinbulle. Und so sah einer aus, 30 Jahre später, der exzellent eingestuft wurde. Und so sehen heute auch Bullen aus. Die Frage ist nur, lässt dieser Körperbau ein normales Funktionieren zu? Um diese Kühe mit funktioneller Form zu züchten, braucht es ebenso Bullen, die einen funktionellen Körperbau besitzen. Was sollen Kühe für uns tun? Etwas Nützliches für den Menschen produzieren. Milch, Kälber und Fleisch aus etwas, das der Mensch nicht verwenden kann. Gras und andere Rohfaser. Dass sie diesen Dienst über einen langen Zeitraum effizient und mit wenig Probleme ausführen. Ungeachtet des Zeitpunktes, des Ortes und der Rasse ist dies die universelle Körperform einer gut funktionierenden Milchkuh. Und die besten Milchkühe einer Population besitzen sehr viele dieser Qualitäten, die hier umkreise. Und die besten Milchkühe einer Population haben einen Körperbau, der ähnlich ist mit dieser Milchkuh, mit dieser Abbildung. Diese beiden Kühe stammen aus gut durchdachten AAA-Anpaarungen und haben beide weit mehr als 100.000 Liter produziert. Die besten Züchter nutzen beide Systeme. Und durch die Zuchtwerte bzw. die Zuchtwertschätzung können die besten Kühe und die besten Bullen für die Zucht ermittelt werden. Zuchtdaten sind für die Auswahl der Bullen von entscheidender Bedeutung, um ihre Zuchtziele zu erreichen. Durch die passende Körperform, durch die passenden Körperformen aufeinander zu paaren, hilft AAA den Züchtern, die besseren Nachkommen aus einer Paarung mit den ausgewählten Bullen zu züchten, sodass diese Tiere langlebiger, effizienter und rentabler im Dienste der Landwirte arbeiten.
nochmal ein paar gut ausgeglichene Kühe von AAA-Nutzern. So, das war es eigentlich schon von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, es hat euch gefallen. Carsten, du bist wieder dran. Genau, ich schalte mich mal dazu. Wir haben tatsächlich keine schriftlichen Fragen. Insofern wäre die Frage, ob wir sozusagen weitergehen in Richtung Kurzberichte und das mal sacken lassen und hinterher in der breiten Diskussion. Es kommt auf jeden Fall der Punkt, dass es ein sehr guter Vortrag war. Das würde ich ganz genauso unterstreichen. Dankeschön. Und genau, und wir könnten dann vielleicht das sacken lassen und Fragen sammeln und dann kommst du ja am Ende in der Podiumsdiskussion in jedem Fall dazu. Und wenn dann noch Fragen kommen, dann können wir die da nochmal besprechen. Jetzt kommt eine, und zwar, wie viel Prozent der Bullen haben einen AAA-Code? Eigentlich sind so gut wie alle Bullen in den Besamungsstationen analysiert, der Milchgerassen zumindest, weltweit. Und wo finde ich die Codes? Das ist vielleicht auch noch spannend. Das wäre jetzt für mich sozusagen eine Anschlussfrage von mir aus. Also wenn sie nicht mitveröffentlicht sind, sind eventuell, werden sie immer auf den Bullenblättern mit veröffentlicht oder bekomme ich sie auch über die AAA-Seite zum Beispiel? Ganz genau. Einmal bekommt man sie bei den Besamungsstationen. Entweder werden sie veröffentlicht in den Broschüren, also kleines A, großes A, kleines A geschrieben und dahinter steht dann der Code. Oder man kann direkt bei den Besamungsstationen nachfragen, dass sie einem eine Liste schicken. Oder bei uns auf der Webseite in der Datenbank, Bull Central Database. Und da sind alle Bullen, die jemals analysiert worden sind, vorhanden und einsichtlich mit ihrem AAA-Code und dem letzten Analysedatum. So, jetzt kommen noch mehr Fragen, immer wieder mal. Wie wird die Inzucht berücksichtigt? Also ist das ein Thema, auch bei einer AAA-Entpaarung, wird das im System selber berücksichtigt oder spielt es gar keine Rolle? Da können wir leider keine Rücksicht drauf nehmen, weil wir analysieren nur den Körperbau. Und da ist der Landwirt selber ein bisschen gefordert, aber da denke ich, da gibt es heutzutage doch genügend Hilfsprogramme, Hilfsmethoden und ja. Klar sollte man da nicht übertreiben mit Inzucht, aber ist die Form der Tiere bestimmt viel mehr, wie das Tier funktioniert, wie die Inzucht. Jetzt kommt noch eine Frage. Was kostet die Einstufung der Kuh in das System? Ab welchem Alter ist es empfehlenswert? Die Einstufung kostet einmal im Leben des Tieres 6 Euro. Und wir können die Tiere ab einem Alter von 3, 4, 5 Monate analysieren, je nach Betriebssystem, wie der Betrieb das Management einfach hat und das erste Besamungsalter ist. Und dadurch, dass ich von Belgien her aus arbeite, fahre ich viele Betriebe, sage ich mal, in Deutschland, Österreich, Schweiz, nur einmal im Jahr an. Dann analysieren wir in den meisten Betrieben auch die Tiere, die in den nächsten 12 Monaten beim Jungvieh zu besamen sind. Dann beim nächsten Termin werden auch alle ersten Kalbskühe nochmal gratis nachanalysiert, um einfach den Code überprüfen zu können und bei Bedarf einfach richtigstellen zu können. Aber das ist dann völlig gratis, also nur einmal 6 Euro im Leben des Tieres. Und wenn die Kuh dann einmal ihren Code hat, bleibt der sein Leben lang gültig. Und es kam noch eine Frage, die ist, denke ich, auch wichtig. Ich gehöre zu denen, die AAA nicht kennen. Mir ist nach dem Vortrag nicht klar, wie sich der Code ergibt. Kannst du das vielleicht noch mal einmal, oder hättest du vielleicht ein Beispiel, an dem du das noch mal sichtbar machen könntest? Also vielleicht aus deinen Folien. Es kam auch die Frage, ob man einzelne Folien noch mal zeigen könnte. Vielleicht wäre das gar nicht schlecht, dass man vielleicht, wenn du noch ein Beispiel aus den Folien rausgreifst, wo du das noch mal sehr handfest machen könntest, das wäre vielleicht super. Ich gehe zu den, Moment. Es ist vielleicht auch tatsächlich nochmal wichtig, den Unterschied klar zu machen zwischen Kuh und Bulle, also dass, ne, also dass das vielleicht nochmal deutlicher ist. Jetzt einfach anhand von dem Beispiel. Hier von der linken Kuh sieht man, dass die Kuh bekommt ja ihren Code in der Reihenfolge, wie sie die baulichen Qualitäten benötigt. Und hier diese Kuh braucht Breite im Kopf, Breite im Maul, Breite im Brustkorb. Sie steht wirklich sehr schmal. Rundung in der Rippe.
Das heißt, Qualitätsmus muss hier hinzugefügt werden, um das ganze Tier breiter zu machen. Dann, was ich hier so sehe, der Umdreher etwas zentraler und die Lände können etwas gerader. Also 5, 6, das ist das, was ich so in erster Sicht sehe. Bei der rechten Kuh zum Beispiel sieht man, hier fehlt Brustkorbtiefe, da ist zu wenig Blutdurchströmung zum Richtung Euter und deswegen ist das Euter auch so geschwollen. Schwellung im Euter ist immer eine Ansammlung von Wasser, die nicht über das Blut abtransportiert werden kann. Und deswegen muss man, und Strong, Qualität Strong 4, macht den Brustkorb tiefer, somit sorgt auch für eine bessere Blutdurchströmung. Also Kühe bekommen ihren Kot anhand der körperlichen Defizite, wenn ich so ausdrücken kann. Denn das, was am wichtigsten ist. Wenn ich dann nochmal ein bisschen zurückgehe, nein, da bin ich zu weit, ich war eigentlich am Suchen, wo der, da. Wenn ich hier jetzt sehe, der Bulle hier hat längere Beine, einen längeren Kopf, einen tiefen Brustkorb, Platz im Becken, der Bulle hat den Code 234, tall, open, strong. Und hier der Bulle, das ist wieder mehr ein runder Bulle, breiter Kopf, breites Maul, breiter Brustkorb, stabile Vorderbeine, runde Rippen, feine Beine, zentraler Umdreher, korrekt gestellte Beine. Das ist 516. Ein Bulle bekommt einen Code in der Reihenfolge, wie er selber gebaut ist, was seine stärkste Qualität ist, ist die erste Zahl. Und was er am wenigsten an die nächste Generation vererben kann, ist seine letzte Zahl. Und so fragt man eigentlich gleich mit gleich an. Hier diese schwarze Kuh, die braucht Breite im Brustkorb, Rundung in der Rippe, den Umdreher zentral, geraden Becken-Lendenbereich. Das ist all das, was er hier mitbringen kann. Die braucht 516 und er kann das liefern. Vielleicht können wir gerade bei den Bildern bleiben, weil da kommen jetzt so ein paar Fragen, die dazu ganz gut passen. Wir haben ja jetzt hier Bilder von etwas älteren Bullen und es kam die Frage, wie gut an einem 10-monatigen Jungbullen bereits schon die Einschätzung ist. Also wenn du den analysieren würdest, verändert sich der Code mit der Zeit oder kann er sich verändern? Und wie sicher ist er schon, wenn das Tier noch nicht ausgewachsen ist? Deswegen analysieren wir gerade erst auch ab 10, 11, 12 Monate. Es unterliegt immer der Einschätzung von uns und meinen Kollegen, ob der Bulle reif genug ist für die Analyse. Weil man muss einfach wissen, dass ein Bulle ab diesem Alter in die Pubertät kommt und oder ja 9-10 Monate in die Pubertät kommt und sich dann die körperlichen Eigenschaften ein bisschen verschieben können und auch anders zeigen können. Und vorher sieht er einfach viel zu weiblich aus und deswegen analysieren wir eigentlich auch selten Bullen, die jünger sind wie das. Klar kann der Code sich mal verschieben. Man muss nur oder auch sich mal ändern. Das kann immer mal passieren. Nur man muss gut im Hinterkopf behalten, dass die Zuchtwerte sich jedes Vierteljahr oder jedes Quartal ändern. Also es kann mal passieren, dass der ein oder andere Code sich mal ändert, aber das andere, das verschiebt sich nach links und nach rechts alle 3-4 Monate. Ich versuche jetzt so ein bisschen die Fragen zwischenzustreuen, wo sie auch passen, weil das zu dem Thema passt. Es kam noch die Frage, wenn ich mit dem AAA-System intensiv arbeite, kann ich dann das Risiko eingehen mit... Hier steht jetzt Genbullen, ich nehme an, das soll genomische Bullen heißen. Also das ist ja ein bisschen in dem gleichen Kontext, wenn der Bulle einfach sehr früh selektiert wird sozusagen und auch sehr früh kodiert wird, würdest du das als Problem verstehen? Also so verstehe ich die Frage jetzt. Ich hoffe, das trifft das in etwa. Absolut nicht. Absolut nicht. Man kann beides kombinieren. Man braucht einmal den AAA-Code, um eine passende Paarung machen zu können. Und wenn einem der Bulle gefällt, ob das jetzt ein genomischer ist, ein junger Bulle ist oder ein Züchter geprüfter Bulle ist, das bleibt an sich, ein Bulle ist ein Bulle. Das eine ist, man hat einfach bei einem älteren Bullen mehr Sicherheit mit dem, was man arbeitet, was man erreichen möchte. Das ist der einzige Unterschied. Das muss man selber abwägen. Es gibt auch gute junge genomische Bullen. Das spricht an sich nichts dagegen. Das habe ich ja auch im Vortrag gesagt. Es spricht nichts dagegen, mit guten genetischen Eigenschaften zu arbeiten, wenn man nur den Körperbau im Hinterkopf hat. Ja, wir haben jetzt so ein paar praktische Fragen, die können wir vielleicht zwischenschieben. Und zwar einmal, wer stuft die Tiere ein? Kommt da wer auf den Betrieb? Zum Beispiel ich und meine Kollegen. Wir analysieren den Körperbau der Tiere und gehen den Tieren so den AAA-Code. Ich will auch noch dabei anfügen, dass wir speziell dafür auch ausgebildet sind und jeden Monat auch Trainings absolvieren müssen, um auch
im Sinne von dem, was Bill Weeks geschaffen hat, vor 70 Jahren die Arbeit auch weiterführen können. Und dann kommt, das passt dazu, machst du auch alle Rassen? Also kommst du auf jeden Betrieb? Ja. Das passt ganz gut dazu, genau. Genau, ich habe jetzt noch eine Frage, die können wir vielleicht jetzt machen. Was ist der Unterschied zum Beispiel zu Optibull? Also der Unterschied zu, ich sag mal, den verbreiteten sonstigen Anpaarungsplanungsprogrammen, die ja oft an Zuchtwert basiert sind, genau. Ja, der große Unterschied ist, dass wir die Zusammenhänge zwischen den Körperbauteilen einfach mitnehmen und analysieren. Und so wie es, wenn man sich hier die Kuh ja schon anschaut, ja, kurzer Hals, kommt schlecht mit der Nase am Boden. Wenn die den ganzen Tag auf der Weide stehen, in einem Biobetrieb, ich will nicht sagen, die verhungern, aber die wird es schwer haben, Körperkonditionen zuzulegen. Form bestimmt Funktion. Die Rippe ist schmal, lässt nicht viel Futteraufnahme zu. Hier das Laufen oder die Anatomie im Becken führt bei ihr auch zu Klauenproblemen. Und das andere ist zuchtwertbasiert, rein zuchtwert, da wird viel weniger der gesamte Körperbau analysiert. Da werden Einzelmerkmale genommen, um herauszufinden, welche die besten Tiere sind, die besten gebauten Tiere sind, die schönsten Tiere nach einem gewissen Standard. Und wir untersuchen die Zusammenhänge der Körperbauteile, um Extreme zu vermeiden. Das ist eigentlich der große Unterschied. Das ist bei jedem, bei allen von den Zuchtprogrammen, das ist Optibull ist und wie sie alle heißen. Okay, wir haben jetzt relativ viele Fragen, also die Zeit ist schon etwas fortgeschritten. Ich würde versuchen, das gleich nochmal ein bisschen zu sortieren und dann auch noch Fragen mitzunehmen in die große Diskussion. Ich würde eine noch nehmen, die vielleicht auch ganz interessant ist, auch weil das auch ein bisschen anders anknüpft, was wir gerade hatten. Das Linearprofil sagt, ein Bulle vererbt groß, der AAA-Code sagt klein. Wodurch kommt der Unterschied zustande? Wir sagen nicht, ob der Bulle im AAA-Code groß oder klein vererbt. Das kann man aus dem AAA-Code eigentlich nicht sehen. Also könnte man eher sagen, dass man sozusagen das im Zusammenhang sehen muss, also dass es Bullen gibt, die einen bestimmten AAA-Code haben und können dann klein oder groß vererben, je nachdem, oder ist es eher einfach ein bisschen fließender zu sehen, also dass nicht direkt im Zusammenhang steht sozusagen, der Code gibt vor, der Bulle ist immer groß, vererbt immer groß oder vererbt immer klein? Genau, das kann man nicht so direkt sagen. Es gibt Bullen tall, wenn man das ja im Englischen übersetzt, dann meint, wenn man das wirklich übersetzt, ist dann nicht Größe, oder sagt man Größe. Bill Weeks meint aber nicht Größe. Bill Weeks meinte damit die Sachen hochtragen im Körperbau. Hohe, lange Fesseln, hohe Hüften, hohes Hinterhalter, hohe Lenden, das ist hoch. Aber es gibt auch Bullen, die kleine Tallkühe vererben. Deren gibt es. So gibt es auch Bullen, die große Derrykühe oder große Smoothkühe vererben. Deren gibt es nicht viele, aber der gibt es. Und so aus dem AAA-Code kann man eigentlich nicht sagen, ob der Bulle unbedingt groß oder klein vererbt. Das muss man am Bullen selber ein bisschen sehen und aus den Zuchtwerten. Okay, also das ist tatsächlich auch ein Aspekt, der jetzt noch kam, dass sozusagen die einzelnen Codes und auch das Verständnis für die Codes relativ schwierig waren, weil das ein relativ kurzer Block war in deinem Vortrag. Also dass die sozusagen die Verbindung der einzelnen Qualitäten mit den übergeordneten Codes einigen zu schnell war. Ich glaube, es führt jetzt aber nicht zu. Also wir können jetzt sozusagen nicht da nochmal hingehen und das im Detail nochmal machen, aber vielleicht können wir am Ende in der Diskussion da nochmal hingehen, dass du das nochmal zeigen kannst. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht was ist, was in der Online-Veranstaltung seine Grenzen hat. Das ist sicherlich an der Kuh und am Bullen selber in der Praxis deutlich besser zu zeigen, gerade wenn da so Definitionsunterschiede sind. Also was heißt groß sozusagen im Zuchtwertsinne, was heißt groß im oder tall im AAA-Kontext? Das ist dann ja einfach auch nochmal so ein Punkt. Mhm. Ich wollte es auch nicht zu sehr ins Detail auslegen, weil sonst wird es zu sehr eine trockene und theoretische Materie. Das wollte ich einfach vermeiden. Genau, es ist schon mal gut, weil in Teilen wird die Frage-Antwort auch als Chat genutzt. Also es gibt zum Beispiel einen Hinweis auf einen Podcast. Das ist schon mal, da sage ich schon mal Danke an die das machen. Das hilft ein bisschen, genau, wenn nicht jede Frage so in jedem Detail klären können. Es gab noch eine Frage, die ich noch vielleicht als letzte Frage dann jetzt nehme und dann gehen wir weiter. Und zwar, die Bullen haben 6 Ziffern, die Kuh wird mit 3 analysiert. Erste 3 sind am wichtigsten, also sind die ersten 3 Ziffern vom Bullen die wichtigsten, wenn die Kuh sowieso nur 3 Ziffern bekommt? Richtig.
warum bekommt die Kuh auch 3? Sie hat immer irgendwo, so extrem wie sie auch sein mag, Qualitäten in ihrem eigenen Körperbau. Hier die Kuh hat einen tiefen Brustkorb. Sie hat ein elastisches Euter und sie hat Platz in den Hüften. Also 4, 3, 2, die Qualitäten strong, open, tall sind vorhanden. Sie braucht nur die anderen 3. Und das ist, warum eine Kuh auch nur einen Code aus 3 Zahlen bekommt und ein Bulle bekommt einen Code, weil es diese 6 Qualitäten gibt, aus 6 Zahlen, einfach um zu zeigen, was ist seine stärkste Qualität, die kommt als erste Zahl und was ist das, was er am wenigsten vererbt, das ist die letzte. Und so kann man auch ganz schön dann interpretieren, wie sich ein Bulle in der Gesamtheit vererben kann. Okay, das ist doch schon mal genau. Dann ich würde jetzt noch einen Punkt sozusagen vielleicht mittragen in die Diskussion als Endpunkt setzen. Und zwar ist angesprochen, dass es einfach ein Problem gibt, nämlich dass es ein Angebot an Codes wie 561, 651, 156, 465 und so weiter nur schwer gibt. Also dass die einfach schwer zu finden sind. Und ich denke, das ist ein Punkt, den man besser in die Diskussion mitnimmt, als ihn jetzt in der Breite auszuführen, weil das sicherlich ein Aspekt ist, der in der Diskussion einfach spannend ist, da nochmal drüber zu sprechen, sozusagen, ob das, also wie viel Relevanz zum Beispiel jetzt auch das System hat in der Bullenselektion und ob es da einfach ein Problem gibt, sozusagen, dass wir da auf Einseitigkeit gehen. Ja, dann sage ich herzlichen Dank für den Vortrag und auch für die Fragenbeantwortung. Und dann würde ich dich bitten, sozusagen einmal die Freigabe zu beenden, weil dann kann ich nämlich den nächsten Teil einleiten. Guido, dann hast du das Wort. Ja, guten Abend zusammen. Ich erzähle kurz was über mich und wie ich zu Triple E gekommen bin. Hier ein kleines Bild meines Hofes, liegt im Sauerland. Familienbetrieb ist Größe mit 80 Kühen, jetzt durch die Trockenheit eher 70. Viel Grünland. Du kannst auch mal weiterklicken, hatte ich glaube ich noch was zu geschrieben. Genau. Niederschlag waren immer so fast 1000 Millimeter. Das hat sich in den letzten 3 Jahren relativiert. Und die Trockenheit hat dazu geführt, dass ich auch abgestockt habe. Jetzt nur noch 70 Kühe plus ein Teil der Nachzucht. Ich habe ein paar rotbunte und ein paar Jerseys, ansonsten schwarzbunte Holsteinkühe. Seit 2008 melken wir die mit einem Roboter und machen sehr lange, sehr ausgedehnt Weide. Im Grunde von Anfang März bis Ende November 24 Stunden Weide. Das wird dann mit so einem Selektionstor gesteuert, damit immer genügend Kühe im Stall sind und die und das Melken machen. Es klappt ganz gut. Seit 2005 habe ich den Betrieb umgestellt auf Bio und wir sind Biolandbetrieb. Mach mal die nächste. Meine Zucht ist im Grunde ganz einfach. Mein Hauptfokus ist seit über 20 Jahren Hornloszucht. Und im Grunde besah mich alle Tiere, die Hörner haben, mit Hornlosbullen und alle hornlosen Tiere wieder mit behörnten Bullen, um einfach genetisch auch an die Bullen zu kommen, die ich mag. Und das sind die Hornlosbullen immer noch ein Tick, die behörnten Bullen immer noch ein Tick besser als die Hornlosbullen. Also das mache ich, dieses, was hier steht, mache ich im Grunde schon seit 15 Jahren. Und zeige auch gleich 1-2 Kühe, die da rausgekommen sind. Nächstes Bild. Hier sind mal so ein paar Bullen aufgeführt. Mittlerweile sind ja 3/4 der Tiere etwa hornlos. Und es sind aber nur 1/3 der Tiere ungefähr von hornlosen Bullen. Und die Mehrzahl schon von behörnten Bullen. Und zwar Bullen mit viel Sicherheit. Das ist mir persönlich besonders viel wert, Bullen zu nehmen, die sicher sind und die schon Töchter in der 3. Laktation haben. Und jetzt habe ich hier auch mal die Triple-E-Codes hintergeschrieben. Und wir haben ja eben schon mal die Frage im Chat gehabt, ja, die Bullen haben ja alle die gleichen Zahlen. Und wenn ich Kompromisse mache, dann bei den Zahlen, dann mache ich zu viel Kompromisse in den Qualitäten.
Ich persönlich sehe das nicht so. Ich finde, ich bin persönlich zufrieden mit den Bullen, die man hier sieht. Das sind alles Bullen mittlerer Altersklasse für mich, also aus den 2000ern ungefähr, manche aus den 90ern. Das sind die Bullen, die ich schätzen gelernt habe. Und wir sehen durchaus, dass die AAA-Zahlen vor allem bei den Bullen mit Hörnern, bei den sicheren Bullen, sehr unterschiedlich sind. Also mit diesen Bullen, die Sie hier sehen, kann man eine ganze Herde auch bequem besamen. Da ist noch nichts, was extrem ist, was wo ein Kot überhand nimmt. Ein bisschen anders sieht das aus bei den Hornlosbullen. Und deshalb bin ich auch sehr froh, dass ich jetzt schon so viel hornlose Tiere habe, dass ich wieder mehr mit behörnten Bullen arbeiten kann, weil gerade im Hornlosbereich musste ich zum Teil auch auf genomische Bullen ausweichen. Und da sehen wir doch, dass sich in den letzten Jahren der Trend verstärkt hat hin zu den diesen drei Zahlen 2, 4, 3 in irgendeiner Reihenfolge. 2, 3, 4, 4, 2, 3. Und dann werden die Tiere natürlich irgendwann extrem, wenn ich immer die gleichen AAA-Zahlen nehme. Und dadurch ist es jetzt auch für mich sehr wichtig, wieder mit Bullen dagegen zu steuern, die halt ganz andere Zahlen haben, um eine ausbalancierte Kuh zu bekommen. Machen wir mal das nächste Bild. Ich habe das The Bill Weeks Influence genannt, weil ich nicht verhehlen kann. Und ich glaube, das geht den aktuellen Analysten auch so, dass Bill Weeks, selbst für die, die ihn nicht persönlich kennengelernt haben, einfach einen großen Eindruck im Leben hinterlassen hat. Und das hat bei mir ganz vorsichtig angefangen. In den 80ern habe ich die Holstein World abonniert, eine Zeitung, die über Holsteinzucht berichtete. Da gab es diese HI noch nicht, die es heute gibt. Da standen immer AAA-Zahlen drin. Ich wusste aber nicht, was das bedeutet. Dann habe ich in den 90ern ein Praktikum in den USA gemacht, auf einer Besamungsstation. Bin ein bisschen durchs Land gefahren, war unter anderem auch bei Indian Head Farms, die damals auch ganz besondere Kühe hatten. Und da habe ich erfahren, dass sie AAA machen. Dann bin ich mit Scott Armbrust, der ist in der Zucht auch ein bisschen bekannt, bin ich einen ganzen Tag rumgefahren und der hat mir von AAA erzählt. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich hab nicht verstanden, was er mir erzählt hat. Es war für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Und er hat sich halt immer auf alte Bullen bezogen. Ja, nimm doch mal den Dairy-Typ, der sieht so aus wie die Triples. Ich hatte keine Triple gesehen. Ich war einfach zu jung und hatte Schwierigkeiten. Und dann habe ich irgendwann beim Aufräumen Ende der 90er den Flyer gefunden, den ich aus den USA mitgenommen habe. Und da habe ich tatsächlich einen Holländer gesehen, der da drauf stand. Das war Jan Schilder. Und dachte, ich versuch's mal und habe ihn angerufen. Und er hat dann Maurice Kaul geschickt. Ich glaube, das war einer seiner ersten Betriebe, wo Maurice hingefahren ist. Und das war 1998. Das ist ein Tag, den ich nie vergessen werde. Ich habe Maurice meine Herde gezeigt. Und vielleicht muss ich dazu sagen, ich habe 1998 die Deutsche Nationalschau gerichtet als Preisrichter. Also ich galt als jemand, der was von Kühen versteht. Und ich dachte auch selber, ich bin jemand, der was von Kühen versteht. Und dann erzählt Maurice Kaul mir Dinge über meine Kühe, die er nicht wissen konnte. Meiner Meinung nach zu dem Zeitpunkt. Und er hat die alle aufgrund seiner AAA-Kenntnisse am Körperbau hat er Aussagen gemacht, die mich einfach total beeindruckt haben. Und das hat mich, ja, das hat mein Leben verändert. Ich habe mich hat das nicht mehr losgelassen. Ich habe dann im Jahr 2000 alle Kühe verkauft und als AAA-Analyst ein Jahr später angefangen, nach vielen Trainings und Besuchen in den USA, in Holland und habe dann 10 Jahre selber als AAA-Analyst gearbeitet, habe mich dann irgendwann wieder entschieden, den Hof weiterzuführen. Ich hätte ihn sonst aufgeben müssen. Bis 2008 konnte ich die Milchquote verpachten und ich wollte sie nicht verkaufen. Deshalb habe ich wieder angefangen, Kühe zu melken. Und seit 2010 mache ich das wieder in Vollzeit. Aber AAA und Bill Weeks spielen nach wie vor eine Riesenrolle in meinem züchterischen Dasein. Ich zeige jetzt nochmal 3 Kühe, dann bin ich auch fertig. Das ist eine Kuh, mit der hat meine Hornloszucht angefangen. Das war im Grunde auch Ende der 90er. Da habe ich
ein Bullen gekauft. Das war Birket Falls Polt Plus, ein 5-1-6er Bulle und der erste Hornlos-Bulle, der in den Top 100 TPI in den USA war. Und daraus sind 3 Kühe gekommen. Und das hier ist die, die den meisten Einfluss hatte. Und auf die Kuh gehen einige der heutigen Bullen zurück, die auch im Hornlos-Bereich eine Rolle spielen, sowohl auch ja geprüfte Bullen als auch genomische Bullen. Und netterweise hat die Rinderunion West einen der aktuellen Bullen, der auf diese Kuh zurückgeht, sogar Simon P. genannt. Jetzt mal die nächste Kuh. Die stammt, das ist im Grunde schon eine Enkelin von der ersten Kuh. Die erste Kuh hieß Mabel Poll. Und diese Kuh hier ist eine Omen-Tochter aus einer Tochter von Mabel Poll. Und ist für mich eigentlich ein schönes Beispiel, wie eine balancierte Kuh aussieht. Und die Kuh hat bei mir 8 Laktationen Milch gegeben, ja fast 80.000 Liter unter Biobedingungen und zeigt eigentlich alle oder sehr viele Qualitäten. Und ich konnte an dieser Kuh nie großartig Fehler finden. Und viele haben immer gesagt, sie ist zu klein für den Tierschau. Die war jetzt nicht besonders groß, vielleicht 1,44, ist ja heute bei Schwarzbund relativ klein, aber sie hat dann auf ihre alten Tage tatsächlich noch die Siegerkuh alt bei uns auf der Kreistierschau gemacht und ist auch exzellent geworden. Obwohl ja viele sagen, Omen macht keine Schaukühe und Omen macht nur kleine, dicke Kühe. Die sind halt nicht schön. Aber wir vielleicht muss man dann manchmal auch das Schönheitsideal hinterfragen. Nehmen wir mal noch eine Kuh. Das ist meine Lieblings-Jersey-Kuh zurzeit. Diese Kuh ist jetzt in der 7. Laktation. Das Bild war, glaube ich, in der 4. oder 5. Sie sieht aber im Prinzip immer noch so aus. Funktioniert sehr gut. Und hat jetzt bei uns im Kreis hier sogar die gesamte Gesamtsiegerkuh gemacht. Hat die Kreistierschau gewonnen und war noch vor den anderen Rassen. Missreiste. Da bin ich ganz stolz drauf. Das ist halt meine hornlos Jersey-Kuh im Moment. Noch ein Bild habe ich, und zwar ist das ein Bulle. Und damit möchte ich nochmal meinen Hang auch zur Nostalgie und zu den alten Linien, zu den alten guten Linien zeigen. Das ist ein Sohn aus dieser ersten Mabel Poll, und zwar ist sein Vater der Bulle Elevation. Und einige werden ihn vielleicht noch in Erinnerung haben. Round Oak Greg Apple Elevation ist mal zum Bulle des Jahrhunderts gewählt worden. Und im Grunde ist das so ein bisschen so mein Genreservezweig, von dem ich immer noch ein paar Tiere habe. Und ab und zu setze ich mal diese ganz alten Bullen ein, die bekanntermaßen sehr gute und sehr langlebige, gesunde Tiere gemacht haben. Und dieser Bulle ist dann über einen Freund von mir sogar an eine Besamungsstation in Holland verkauft worden. Da kann man sogar noch Sperma von kaufen. Das war's eigentlich, was ich sagen wollte. Ich hoffe, es regt zu weiteren Fragen an und bin gespannt auf die Diskussion. Herzlichen Dank, Guido. Es sind tatsächlich jetzt in den Fragen und Antworten keine direkten inhaltlichen Fragen. Insofern, glaube ich, macht es einen Sinn, mit Blick auf die Zeit, dass wir weitergehen und dass wir dann direkt das Wort an Manfred geben. Ich schaue mal, dass ich einen weiterkomme. Genau. Also das Wort hat der Manfred. Also nochmal guten Abend miteinander. Ich werde jetzt in meinem Kurzbericht jetzt mehr darauf beschränken, auf die praktische Seite. Ich bin jetzt also nicht der klassische Züchter, jetzt auch von der Vergangenheit, so wie der Guido das jetzt auch dargestellt hat. Ich bin praktisch praktischer Produktionsbetrieb, so würde ich mich sehen. Bin Landwirtschaftsmeister, komme aus Hilboldstein. Das ist geografisch gesehen ungefähr die Mitte von Bayern. Da habe ich also meinen Betrieb und ja, bewirtschafte das mit meiner Familie gemeinsam. Die Betriebsentwicklung, vielleicht nur ganz kurz ein paar Sätze zum Betrieb. Wir haben also 93 damals den Milchviehlaufstall gebaut. Ich habe das relativ jung übernommen mit 23 Jahren. Habe dann Schritt für Schritt den Betrieb ausgebaut von 25 auf 65 und heute 80 Milchkühe, die ich seit 3-4 Jahren jetzt auf Bio umgestellt habe. Biomilcherzeugung und
ja, von der Betriebsausstattung her, Betriebsfläche her, wird weitestgehend alles für die Milcherzeugung verwendet, sodass man sagen kann, für die Leistungsdaten her abgerechnet, also mit meiner Mal 3 abrechnen und inklusive der Kälberaufzucht, wo man so im Schnitt immer so über 8.500 Kilo Durchschnitt pro Kuh im Biobereich. Arbeitskräfte, das mache ich gemeinsam mit meiner Frau und eine Teilzeitkraft. Vielleicht, wie bin ich zu Triple A gekommen? Ich bin eigentlich, schon gesagt, der klassische Praktikerbetrieb oder Produktionsbetrieb, der immer wenn auf der Suche ist nach Effizienz. Wie kann ich effizienter werden? Wie kann ich besser werden? Und ich, 2010 bin ich das erste Mal in Kontakt gekommen mit Triple A. Der Grund war damals eigentlich der, naja, ich komme von der Schule, mir wurde gelernt in der Schule, von der Züchtung her, nimm die beste Kuh und darauf machst du den besten Bullen, der die meiste Milch vererbt. Das war so das, was mir in der Schule so mitgegeben worden ist. Das war eigentlich, darauf hat sich meine Züchtung mehr oder weniger beschränkt, habe das damals auch, ich weiß, mit 9.500, 10.000 Liter Schnitt gehabt, viel gefüttert und habe aber die Erfahrung gemacht, dass bei manchen Kühen das sehr gut funktioniert hat, bei manchen Kühen aber nach 2-3 Jahren Schluss war. Ich habe mir immer die Frage gestellt, wieso ist das so? Und dann kam 2010 eines Tages Guido Simon zu mir auf den Betrieb. Und wie der Guido gerade schon gesagt hat, das war, glaube ich, sein letztes Jahr, wo er analysiert hat, wie der Guido schon gesagt hat, hat er Sachen über meine Kühe erzählt, die konnte er nicht wissen. Das hat mich sehr, sehr neugierig gemacht. Hat man auch immer, also das war wirklich erstaunlich vom Stoffwechsel her, dass die Stoffwechselprobleme haben, dass die Klauenprobleme haben. Da habe ich das erste Mal gespürt, der Körperbau hat der Körperbau ist sehr entscheidend für die Leistung, vor allem für die Effizienz der Kühe. Und so ist es mir dann eigentlich, muss ich sagen, nach und nach gegangen, dass ich also das AAA angewendet habe, sehr gut einbauen konnte in meinem Betrieb und kann sehr schnell eigentlich dann auch festgestellt habe, also an der ersten Generation, an den Jungkühen, dann das erste Mal festgestellt habe, hoppla, da bewegt sich was, da tut sich was. Die Kühe sind ausgeglichener, es sind keine extremen Ausreißer mehr dabei. Und vor allem, heute können wir es, denke ich, so sagen, gesundheitlich, also ein Riesenschritt nach vorne, wenn ich mir die Tierarztkosten betrachte, wenn ich mir die Effizienz, die Wirtschaftlichkeit in der Milchförderung betrachte, dann ist aus meiner Sicht AAA ein ganz entscheidender Faktor, der meinen Betrieb deutlich effizienter gemacht hat. Und ich möchte jetzt auch praktischen Bildern aus der Praxis Bilder rauszeigen, sich mit seiner nächsten, genau, der nächsten Folie. Und das ist direkt aus der Praxis. Also meine letzten 4 Jungkühe, die ich jetzt gekriegt habe, die letzten 3-4 Wochen. Und anhand von diesen 3-4 Jungkühen kann man eigentlich sehr gut ablesen, wie sich AAA auswirkt. Wir sehen da links oben zum Beispiel eine Jungkuh, bei der ist mir die AAA-Anpaarung sehr gut gelungen. 90, fast 100%, denke ich, ist das eine 100%ige AAA-Anpaarung. Man sieht es auch dem Körperbau der Kuh an, die, denke ich, wenig Fehler aufweist, vor allem auch sagen von der Leistung her, über 30, fast 35 Liter hat die jetzt eingesetzt. Ich denke, es ist durchaus beachtlich, vor allem, wenn ich meinen Kraftfuttereinsatz betrachte im Biobereich, denke ich, ist das wirklich eine tolle Kuh. Auch die untere, dann links unten, bei der ist man, man sieht es da an AAA-Anpaarung, denke ich, kann man noch besser machen. Bei mir ist es immer einfach so, dass ich das so praktiziere, ich besame mit einem Besamungstechniker und habe da eben die Praxis so gefunden, dass mir der Besamungstechniker, der arbeitet sehr gut mit bei AAA, ich schicke ihm die Codes von meinen Kühen und er besorgt mir dann auch in Absprache, gemeinsam mit ihm, die entsprechenden Bullen, versucht er auch immer wieder dann im Container zu haben. Das heißt, ich habe jetzt da nicht 20 oder 30 verschiedene Bullen für meine Herde. Wir haben da ungefähr, also in jedem Segment, weil ich einfach den Hauptteil, in welcher Gruppe, weil ich halt den Hauptteil habe, also mal bei der Großteil der Tiere in 156 drin ist oder 651 und dann haben wir halt für die 561er Gruppe 2-3 Bullen. Und so habe ich ungefähr so 6-7 Bullen eigentlich immer für meine Herde zur Auswahl
Und nachdem versuchen wir halt dann entsprechend das bei der Besamung, schreibe ich in den Zettel, die Kuh hat den Code und bitte achte drauf, wenn du den Bullen auswählst, dass der Code bei den Bullen auch entsprechend dann das vererbt. Nicht gelungen ist mir das jetzt bei der rechts oberen Kuh. Passiert einmal wieder. Wie gesagt, das sind Bilder aus der Praxis. Ich habe jetzt da nicht, bin einfach in den Stall reingerumpelt und habe einfach mal die letzten vier Jungtiere so fotografiert. Und da sieht man jetzt bei der rechts oberen Kuh zum Beispiel, die hätte einen Dreier, also der linke Code 324, das war praktisch der Code der Mutter. Und die Mutter hätte gebraucht, einen Bullen, der ebenfalls 324 hier vererbt. Eingesetzt habe ich einen 645er Bullen. Das bin ich jetzt erst im Nachhinein dann draufgekommen. Wie gesagt, das ist die Praxis. Das heißt, ich hätte einen Dreier Bullen gebraucht, hat einen Sechser gekriegt. Man sieht auch an dem Schwanzansatz, also der Drei ist ja open, der Schwanzansatz ist zu hoch, das Becken ist etwas zu schmal. Das sieht man auch am Euter, dass das Euter etwas nach vorne rutscht, weil es hinten einfach zu wenig Platz hat. Das sieht jetzt quasi, macht deutlich, wie stark der Einfluss von AAA in der Praxis sich dann auch darstellt. Unten ist mir das wieder ein bisschen besser gelungen. Sehr gute Kuh, hat zwischen 27, 28 Liter. Insgesamt kann man sagen, und das vielleicht aus der Praxis raus, wenn ich AAA einsetze, habe ich im Gegensatz, wie ich das noch nicht beachtet habe, AAA, im Ergebnis deutlich ausgeglichenere Jungkühe. Alle vier, die wir hier sehen, sind aus meiner Sicht von der Funktion her durchaus sind funktionale Kühe. Ich habe damit keiner Kuh ein Problem. Zeigt mir auch die Praxis der letzten Jahre. Wir haben eigentlich für die Tierarztkosten her keine Behandlungskosten mehr, weil die Kühe funktionieren. Das sehe ich auch an den vier, dass die funktionieren. Vor allem auch, was interessant ist, ich mache ja auch Homöopathie im Stall, die sind charakterlich auch, das habe ich ja dem auch festgestellt, es ist durchaus ein Einfluss auf den Charakter der Kühe festzustellen, dass die ausgeglichener sind. Dass man einfach diese Extremen, wenn man so in der Herde drin hat, die Herde ist insgesamt homogener und ich habe den Anteil von dieser links oberen Kuh, der wird in der Herde, der wird eigentlich sehr, kann man vielleicht den Marc bestätigen, der wird immer höher und es wird immer schwieriger, die Kühe dann entsprechend nach einzustufen. Also ich tue mir da, je perfekter die Kuh, umso schwieriger ist es ja dann, den richtigen Punkt selber bewerten zu können. Aber wie gesagt, ich habe eben da das System so gefunden, dass ich das mit dem Besamungstechniker sehr gut praktizieren kann. Und für mich ist das eben das System, das ich vor allem als Praktiker sehr einfach einsetzen kann, weil ich nur die Codes von den Kühen brauche. Und anhand dieser Codes, das gebe ich meinem Besamungstechniker, schreibe ich das entsprechend auf, lege ich den Code vor. Und der kann ohne großen Aufwand, ohne dass mir jetzt einen großen Aufwand macht, dann den Bullen entsprechend danach auswählen. Das wäre jetzt eigentlich schon zum Schluss dann mein Dank für die Aufmerksamkeit und möchte euch noch einmal viel Erfolg wünschen mit Balance Breeding, diese ausgeglichene Zucht. Und vielleicht nur eins mitgeben. Dieses Balance, das ist für mich, ich habe das in meiner 30-jährigen Tätigkeit, weil ich das betreibe, immer wieder ist mir das bewusst worden, das ist meine Erfahrung geworden, dieses Ausbalancieren, das gilt nicht nur bei AAA, bei der Züchtung, das Ausbalancieren. Für mich als Produktionsbetrieb habe ich gelernt, in allen Bereichen, das gilt eigentlich im gesamten Management bei der Milcherzeugung, Balanced Management, müsste es eigentlich heißen. Wenn ich es schaffe, in jedem Bereich, in jedem Managementbereich, ob das die Züchtung ist, ob das die Fütterung ist, ob das der Feldfutterbau ist, wenn ich in allen Bereichen gut bin und besser werde, dann ist insgesamt der Betrieb auch effizient und erfolgreich. Nur auf ein Merkmal sich zu fokussieren und da sich zu verausgaben, das schafft immer wieder Probleme, weil man dann andere Bereiche vernachlässigt. Ich denke, es ist die Kunst, das immer wieder auszugleichen. Das ist in der Züchtung die Kunst, das ist aber im Management in der Milcherzeugung die Kunst. Und da möchte ich euch, ja, wie gesagt, das sind meine Erfahrungen immer mitgeben, in allen Bereichen, das gilt für den Betrieb genauso wie für die Familie, es muss einfach alles stimmig und rund sein. In dem Sinne, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, ich stehe gerne dann später noch für Fragen zur Verfügung.
Herzlichen Dank, Manfred, für den spannenden Vortrag. Es kommt eine konkrete Frage. Wie hoch ist der Kraftfuttereinsatz bei euch auf dem Betrieb? Wir setzen also pro Kuh 3 bis 4 Kilo Kraftfutter ein. Okay. 50 Gramm, so ungefähr 150 Gramm pro Kilo. Und dann kommt als letztes noch, da kannst du gleich was zu sagen, was du in den Bildern hattest. Also mir wurde gesagt, wenn die Kuh 561 als Code bekommen hat, dann sollten eigentlich auch alle Zahlen im Code des Bullen stimmen. Oder zumindest auch alle Zahlen enthalten. Mache ich was falsch? Nein, da hat er vollkommen recht. Aber ich habe es ja versucht, aus der Praxisrat, dieser Praktikerbericht, in der Praxis passiert ist mir auch, weil ich natürlich selber kein Eigenbestandsbesamer bin. Das ist da vielleicht nicht unbedingt ein Vorteil, wobei ich die Vorteile von Techniker wieder eigentlich schwerwiegender sind, weil er einfach da ja, mehr Erfahrung hat in der Besamung. Aber das ist an einfach Sachen, die man nicht immer sicherstellen kann, obwohl ich es jetzt schon längere Zeit praktiziere, dass ich es bei jeder Kuh schaffe, immer den richtigen Code, den richtigen Bullen parat zu haben. Da kommt einmal ein Vertreter als Techniker, dann hat er mal einfach nicht den Bullen im Topf, den ich jetzt da gerade in dem Moment, an dem Tag brauchen würde. Also das ist die Praxis. Das wird immer wieder mal passieren. Aber umso wichtiger ist es, dass ich jetzt zum Beispiel bei der Kuh, weil ich es nicht beachtet habe, bei der nächsten Anpaarung auf jeden Fall versuche, diesen Dreier, dieses Open, wieder zu beachten, dass ich da einen Bullen habe, der mit Sicherheit dann auch passt. Herzlichen Dank, danke dir. Dann würde ich sagen, weitere Fragen machen wir in der großen Diskussion. Dann würde ich dir nochmal ganz herzlich danken, Manfred, und würde das Wort an Mechthild geben. Und genau. Ja, schönen guten Abend auch von mir. Mechthild Knörsel vom Hofgut Rengolshausen, Überlingen am Bodensee. Wir haben einen Demeter-Mischbetrieb mit 50 Milchkühen. Und ich habe vor 15 Jahren die Herde hier übernommen als Brown-Swiss-Herde. Und habe seitdem eine Verdrängungskreuzung gemacht in Richtung Schweizer Original Braunvieh, weil ich eine Zweinutzungsrasse angestrebt habe. Wir behalten alle Kälber, machen Bullen- und Fersenmast neben der Milcherzeugung und aus dem Grund dieser Rassewechsel. Und ich habe mich im Nachhinein eigentlich ein bisschen geärgert, dass ich relativ spät kapiert habe, dass ich den Rassewechsel durchaus auch zeitgleich mit AAA machen kann. Das heißt, leider bin ich dann eben erst 2018 auf den Trichter gekommen, wirklich AAA selber umzusetzen, auch wenn ich es vorher schon kannte. Ich glaube, da hat Marc mich auch drauf gebracht, zu sagen, das geht doch gut gleichzeitig. Das heißt, solange ich diese Verdrängungskreuzung konsequent durchgezogen habe, habe ich wirklich einmal im Jahr einen SOB-Stier in der Schweiz gekauft, den ein Jahr lang eingesetzt und dann mir den nächsten besorgt, um möglichst schnell mit diesem Rassewechsel vorwärts zu kommen. 2018 habe ich dann die Kühe analysieren lassen. Und weil ich ja sozusagen immer auch eine Bullenherde da habe, also eigentlich eine Mastbullenherde, also wir schlachten dann mit 24 Monaten, das heißt, die sind dann durchaus auch zuchtreif, bin ich mit Marc dann durch die Bullenherde gegangen und wir haben geguckt, welche Stiere sich da eignen, weil ich eben das Ziel hatte, das Ganze mit Natursprung zu machen. Und dann haben wir 3 Stiere ausgesucht, die vom Zahlencode her meine Herde dann weitgehend abgedeckt haben, auch wirklich. Und dann habe ich angefangen, mit diesen 3 eigenen Stieren nach AAA anzupaaren. Von der Haltung her habe ich die 3 einfach gemeinsam in einer relativ großen Box halten können, weil die zusammen aufgewachsen sind. Das hat sehr gut geklappt. Und einer von den 3 ist inzwischen 5 Jahre alt und ist auch immer noch da. Vielleicht machst du mal gerade einen zweiter, Carsten. Das ist der. Der hat den Code 453, jetzt einfach nur nebenbei als Beispiel. Und der hat jetzt inzwischen 2 neue, jüngere Kollegen aus der eigenen Zucht auch bekommen. Also was mir aufgefallen ist, es einfach an dem System, oder was mir sehr gefällt, ist, dass die Zuchtstiere eigentlich viel älter werden können. Also jetzt im Natursprung meine ich. Vorher habe ich die halt auch aus einem gewissen Risiko heraus nicht länger als ein Jahr eingesetzt.
Und jetzt weiß ich einfach mittlerweile ja sogar auch aus eigener Erfahrung, wenn der Zahlencode passt, kommt was Gutes und Harmonisches dabei raus. Und für die Kühe, die ich nun mal habe und die diesen Zahlencode brauchen, von diesem Stier beispielsweise, die brauchen den ja nächstes Jahr wieder. Da ändert sich nichts. Und insofern ist der jetzt im Moment auch immer noch da und im Moment gibt es auch gar keinen Anlass, diesen Stier abzuschaffen. Genau. Dann ist es bei mir ja so, da ich erst vor 3 Jahren angefangen habe, kommen jetzt die ersten Kalbinnen aus AAA-Anpaarungen zum Kalben. Und da gibt es, ja, natürlich, für die alten Hasen ist das kein Wunder, aber mich begeistert es natürlich völlig, dass die Tiere einfach harmonischer sind und sich die Zahlenkombinationen dann auch wirklich zeigen in den jungen Kühen. Und mir ist dann auch so klar geworden, oder wie genial das eigentlich ist, dass der Zuchtfortschritt ja einfach viel, viel schneller ist bei AAA. Also das sind so die Punkte, warum es richtig Spaß macht, damit zu arbeiten. Carsten, ich glaube, du kannst mal weiterklicken. Das ist er nochmal, der alte. Und nochmal eins weiter. Genau, das ist jetzt ein Bild vom Stall, wo die 3 Bullen friedlich gemeinsam fressen. Also das ist halt auch was, was mir einfach Spaß macht. Also ich stehe jetzt nicht so da drauf, die dann in Einzelboxen zu halten, sondern die hatten da halt diese Gruppenbucht und schon mit relativ viel Platz. Aber das hat halt auch sehr entspannt funktioniert. Genau, machen wir noch weiter. Das ist jetzt die Mastbullenherde, einfach nur als Beispiel. Und das gefällt mir eben auch sehr gut, dass ich dann mit Marc, wenn wir die Kühe analysiert haben oder beziehungsweise dann jeweils die Jungkühe, jedes Mal auch durch die Bullenherde gehen und einfach gucken, wer ist denn von der Tendenz her geeignet, was für Zahlencodes brauche ich gerade in der Herde. Und bevor ich dann einen wirklich mich entscheide, analysieren zu lassen, machen wir immer so einen Vorblick und gucken, wer die richtigen Tendenzen hat sozusagen. Und dann Stiere analysieren. Also schon auch, wenn die 1 Jahr alt sind, weil wenn Marc dann 1 Jahr später wieder kommt, kann es halt sein, dass der Stier schon geschlachtet ist und dann ärgere ich mich vielleicht. Genau, also das ist schon auch was total Schönes, die eigene Stirenauswahl so im Betrieb zu haben. Was natürlich schon auch mal sein kann, ist, dass ich einige Kühe habe, die dann von den eigenen Stieren nicht abgedeckt werden können. Und also ein Aspekt ist einfach, dass ich natürlich auch sehr viele Masttiere erzeuge. Also wirkliche Remontierung, also weibliche Nachzucht, sind ja vielleicht 5 bis 8 Tiere im Jahr, je nachdem. Und der Rest ist dann auch wirklich Mast. Das heißt, ich habe teilweise dann auch einfach einen Stier dabei, der wirklich eher den Masttyp vererbt, was ich ja dann auch gezielt beeinflussen kann. Genau. Dann machen wir noch eins weiter, Carsten. Also damit es nicht so langweilig wird, habe ich jetzt letztes Jahr angefangen, also ich mache muttergebundene Kälberaufzucht und dann habe ich im Frühjahr gefunden, dass es eigentlich schöner ist, wenn die Papas in dieser Herde auch mitlaufen. Das heißt, ich habe meine 3 Zuchtstiere in diese Herde getan. Jetzt denkt sich jeder, ja, wie will sie denn da jetzt gezielte Anpaarung machen? Und das ist natürlich auch ein bisschen crazy so. Das heißt, wenn es bei der jeweiligen Kuh nicht so wichtig ist, was dabei rauskommt, lasse ich die Bullen einfach machen. Guck natürlich schon genau, also alles, was ich beobachten kann, welcher zum Zug kommt. Wenn es mir bei einer Kuh besonders wichtig ist, dass es die gezielte Anpaarung ist, dann muss ich einfach flott sein und die vorher selektieren und den richtigen Bullen dazu tun. Also ich weiß auch noch nicht sicher, ob ich dabei bleibe, aber im Moment macht es einfach auch so total Spaß. Genau, ich glaube, das reicht eigentlich. Ich bin jetzt einfach noch nicht so lange dabei, habe nicht die Wahnsinnserfahrung, sehe aber definitiv einfach die Vorteile von AAA. Und ich denke, damit kann man ganz viel machen. Und auch, also ich dachte erst, das geht gar nicht mit Natursprung, aber es gibt ja wohl auch andere Betriebe, die das machen. Und mir macht das so auf jeden Fall total Spaß. Also was mit der Zeit schon sein kann, ist eben, dass mir mal ein Zahlencode fehlt und dann kann ich mir auch vorstellen, einfach dann gezielt zu besamen. Auch da muss ich dann wieder fix genug sein, dass ich die Kuh erwische, weil die halt 3 Monate in dieser Mutterkalb und jetzt auch Bullenherde sich aufhalten und in der Zeit natürlich trächtig werden. Genau. Ich glaube, das reicht von meiner Seite. Vielen Dank. Freue mich auf die Diskussion.
Vielen Dank auch für deinen Vortrag. Das war jetzt nochmal sehr spannend und sicherlich auch nochmal ein ganz anderer Blick auf AAA und zeigt vielleicht auch einfach die Breite, wie das System angewendet werden kann. Ich habe jetzt ein paar konkrete Fragen an dich, Mechthild. Das eine ist ganz einfach am Anfang, was ist Vorzugsmilch? Das ist kontrollierte Rohmilch. Das heißt, ich bin einfach streng kontrolliert vom Veterinäramt jeden Monat und darf dann die Rohmilch aber selber, also ich fülle die selber ab und darf sie auch vom Hof wegverkaufen. Also nicht nur Abholung ab Hof für den Kunden, wie das jeder darf, sondern also ich verkaufe die an Groß- und Einzelhandel dann weiter. Und dann gab es eine Frage zu einem Risiko. Ich habe da das so verstanden, dass sich das auf das Risiko bezogen hat, dass der Bulle, den du gerade noch in der Herde laufen lässt, der ältere, den du gezeigt hattest, dass der sozusagen vom Code her nicht mehr auf die ganze Herde passt. Das wäre jetzt das eine, was ich mir unter Risiko vorstellen könnte. Das andere wäre vielleicht sowas wie Inzucht, wenn er zu lange eingesetzt wird. Genau, du hattest von Risiko selber gesprochen. Deswegen vielleicht könntest, genau. Also gemeint habe ich eigentlich in der Zeit, also als ich noch Verdrängungskreuzung gemacht habe, warum ich ein Stier nur ein Jahr lang eingesetzt habe. Also wenn da was am Ende doch was Blödes bei rauskommt, ist es halt ungeschickt, wenn ich ihn zu lange einsetze. Das habe ich mit dem Risiko gemeint, eigentlich. Ja. Okay, dann ist die, glaube ich, die Frage auch beantwortet. Genau. Und dann kommt noch die, sozusagen abschließend an dich die Frage, was sind die Codes deiner drei Bullen? Also welche Codes deckst du ab, sozusagen, mit deinen Deckbullen? Also im Moment habe ich eben 453, das ist der alte, dann habe ich 156 und 561. Also das ist, die sind relativ ähnlich. Und deckt das dann deine Herde sehr gut ab? Also ist das praktisch, reflektiert das sehr stark die Codes deiner Kühe? Also ein Großteil, also ich würde mal sagen, vielleicht 3/4. Und ich habe eben jetzt bei der letzten Analyse gemerkt, dass mir 3/4/2 beispielsweise vermehrt fehlt. Also das sind ja dann die Jungen, die dazukommen. Und da muss ich mir jetzt einfach überlegen, wie ich das reinkriege. Genau.